Hallo und willkommen zur 30. Episode von Let's Play Together Minecraft mit Mina, Sharina und mir. Hallöchen. Falls ihr euch über die Sicht wundert, wir sind gerade frisch aufgestanden, wir haben uns in ein Bett gelegt und so sind wir beide aufgewacht. Anscheinend im Innern des anderen. Ist doch mal schön. War ja, genau. Also würde ich mal sagen, gehen wir mal ein Stück auf Seite. Achso, Moment. Du steckst im Bett fest. Ja. Ah, okay, ich kann mich aber bewegen. Ja. So, zuletzt haben wir ja schon zwei Wettbewerbe gemacht. Den ersten habe ich gewonnen, den zweiten hast du gewonnen. Und heute startet der dritte Wettbewerb. Und wie man hier schon sehen kann, hat jeder von uns ein Feld. Das ist, glaube ich, 12x12 Felder breit. Ja, genau, das dürfte 12x12 sein. Und Ziel dieses Wettbewerbs ist es, Tiere zu fangen. Also wir müssen zwei Stück von jeder Sorte, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, zwei Stück von jeder Sorte, deshalb heißt das Video auch Arche Noah. Und zwei Tiere, Obsidian kenne ich ja wohl noch nicht. Dieser Wettbewerb sollte hoffentlich nicht in fünf Teilen ausarten, so wie der letzte. Das war ein bisschen viel, aber na gut. Mal schauen. Das sollte etwas schneller gehen, aber man weiß ja nie. Was wir finden müssen, sind zwei Schweine, zwei Kühe, zwei Schafe. Zwei Hühner. Zwei Hühner und zwei Wölfe. Ja, ich glaube, das war's. Wobei, Wölfe ist ja nicht ganz richtig. Wir können die zu Hunden machen, das zählt dann ebenfalls. Denn wild sind ja die Tiere Wölfe und gezähmt sind es Hunde. Und dafür haben wir auch hier in der Kiste jeder einen 64er Stapel Knochen. Ach ja, ich glaube, das nehme ich mir auch direkt. Ne? Ja, ich nehme das auch direkt, falls wir auf dem Weg einen Wolf finden. Wir müssen allerdings alle Tiere gleichzeitig auf diesem Feld haben von uns. Das heißt, wir müssen uns jetzt am besten auch Zäune bauen und mal schauen, was wir so alles noch dafür brauchen. Und ich bin mal gespannt, wie schnell das geht. Ist sonst noch irgendwas oder sind wir bereit? Ach so, ja, ich wollte noch kurz erklären, bei mir hängt es wieder leicht. Ja. Das ist ja dieses Aufnahmegerät. Dieses Aufnahmegerät ist ja nicht so der Bringer und deswegen, aber ich glaube, das sieht man ja nicht auf den Videos nachher, aber wundert euch nicht, dass ich wieder irgendwie vielleicht mal doof rumstehe. Da muss ich einfach nur kurz warten, bis das wieder hier funktioniert. Und ja, warte, da war noch irgendwas, was ich sagen wollte. Ach so, genau. Ich hoffe nicht, dass man auch das Zuckeln nachher auf der Aufnahme sieht. Das, so ein bisschen wird es mal ganz kurz gestaut. Ja, die Aufnahme zuckt irgendwie so ein bisschen. Also, ich hoffe, dass ich das noch irgendwie kompensiert kriege, falls das auf der Aufnahme zu sehen ist. Ja, ansonsten tut es mir leid. Und aber ich würde sagen, lass uns einfach loslegen, bevor ich jetzt noch irgendwie ein... Ja, ich wollte noch ganz kurz was zur Tonqualität sagen. Oh, okay. So, die letzten Minecraft-Teile, alle 29 bisherigen Teile wurden mit einem Mikrofon aufgenommen und deshalb hat man auch die Controller-Geräusche gehört, das Klicken und Zuckeln. Jetzt dürfte es nicht mehr allzu hören zu sein. Richtig, jetzt nehmen wir mit zwei Mikros auf und hoffentlich kann man das nicht mehr hören. Falls man jetzt irgendein Klopfen im Hintergrund hört, das scheint ein Nachbar zu sein, der es wohl für sinnvoll hält, genau jetzt rumzuhämmern. Das sind nicht wir. Ja, okay, also ich habe jetzt ein eigenes Mikro. Nochmal zum Thema zurück. Habe immer noch kein gutes Aufnahmegerät, von daher... Nee, aber das kommt bestimmt auch noch. Ja, mal schauen. So, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ich bin aufgeregt, okay. Gut, dann viel Erfolg und ja, los. Ja, dir auch, danke. Dankeschön, los geht's. Oh, gut. Okay. Wir haben natürlich auch eine Karte, damit es jetzt nicht ganz so kompliziert ist. Ich sehe da vorne auch schon ein paar Tiere, aber die kann ich natürlich nicht einsperren. Ja, genau. Ich bin jetzt auch erstmal dabei, Holz zu suchen. Das heißt, Holz zu suchen. Holzen sehe ich genug hier, aber abzubauen. Und außerdem können wir Tiere ja nicht einfach so locken. Wir müssen entweder die mit, kommt drauf an, was es für Tiere sind, mit Weizen, mit Fleisch oder mit Körn, mit ja, ich Samen. Samen oder irgendwie sowas. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, Hühnchen muss man mit Samen locken. Oder wir können uns eine Angel bauen und sie gewaltsam zu unserem Gebiet ziehen. Aber ich glaube, ich versuch's dann doch erstmal mit der friedlichen Variante. Und die Knochen haben wir uns natürlich bereitgestellt, weil wir wieder mal auf friedlich spielen. Ja, ich hab's ja nicht so mit den Monstern. Immer noch nicht. Ich kann mich nicht mit ihnen anfreunden. Ja, du sollst dich nur mit denen arrangieren, nicht mit ihnen anfreunden. Ja, aber die bringen mich um. Ja, aber du bringst sie ja auch um. Ja, ich will sie selber gar nicht töten. Ach so, natürlich, das ist ein Problem. Du bist zu pazifistisch. So, ich glaube, ich habe jetzt schon mal erstmal genug Holz, um mir im Groben ein paar Zäune zu machen.
Aha, ich muss mir natürlich erstmal eine Werkbank machen, bevor ich überhaupt was anderes machen kann. So, da ist die Werkbank. Kann ich Zäune alle aus verschiedenen Baumsorten machen? Ich denke schon, ja. Okay. Hey. Ach ja, ich brauche erst Stöcke. Du musst dir Stöcke draus machen, dann sind die sowieso alle gleich, egal aus welchem Holz die sind. Ach, stimmt. Natürlich. Ja, ich habe es ja, glaube ich, noch nie selber Zäune gemacht, sondern habe es nur mal mitbekommen, beziehungsweise mir angesehen. Na, man braucht ganz schön viel Holz für die Zäune. Ja, das dachte ich mir schon. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich erstmal... mir im Groben einen Rahmen baue. Vor allen Dingen brauchen wir auch wahrscheinlich noch ein Türchen. Also, heißt das überhaupt hier so? Offiziell? Zauntor heißt es, glaube ich. Einfach nur... Aber ich habe wirklich zu wenig Holz. Naja, okay, ein bisschen kann ich jetzt noch machen, aber ich baue lieber noch was Holz ab. Wie viel hattest du denn? Ja, wenn ich mir das jetzt gemerkt hätte, ich glaube um die 40. Oh, okay. Nee, das kann nicht sein. Dann bist du wahrscheinlich schneller als ich, wenn das... Nee, ich glaube, ich hatte 40 Holz und nicht, also verarbeitete Bretter, meine ich. Ach so. Aber... Eine Werkbank mache ich auch mit Holz, oder? Richtig. Okay. Also mit Brettern. Aber meine Angabe ist grob geschätzt. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe da nicht drauf geachtet. Dann mache ich mir noch ein paar. Zäune gehen leider wirklich nur an der Werkbank. Was war das denn gerade? Da zuckelt mein Bildschirm hin und her. Ist ansteckend von mir. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ich vergesse immer, dass ich erst Stöcke draus machen muss. Oh, jetzt wird es schon wieder dunkel. Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, es wird wirklich dunkel. Also aktuell sehe ich nur Bäume bei mir. Mhm. Aber auf deinem Bildschirm, ja klar, da geht auch die Sonne gerade unter. Ja, das Schöne ist ja immer noch, ich kann bei dir auf den Bildschirm schauen, nur du bei mir nicht. Ein kleiner Vorteil, aber... Bei mir sieht man ja eh nicht so viel. Richtig. Oh Mann, ich bin froh, wenn wir jetzt ein vernünftiges Aufnahmegerät... ja, in ferner Zukunft, was auch immer. Ja, noch ein zweites Aufnahmegerät wäre nicht schlecht. Ich brauche jetzt erstmal Weizen. Oder kann ich nicht? Es ist ja super, dass ich hier einen Wolf habe, aber ich habe noch nichts zum Anlocken. Aber ich habe doch die Knochen, ich Trottel. Haha. Bin ich überhaupt richtig? Nein. Super. Der Wolf zuckelt vor mir weg. Ah, so, einen Wolf habe ich schon mal. Aber es bringt mir noch nichts mehr. Ich verprügel hier gerade ein bisschen. Ah, nein, geht gar nicht. Deswegen war ich so langsam. Ich hau ein bisschen das hohe Gras kaputt. Ach, hier sind alle Tiere, das ist ja unglaublich. Jetzt brauchte ich nur was zum Locken. Ich kann das leider nicht lesen. Warte. Teller, ja, das, Bretter? Das sind Bretter. Okay. Teller würdest du, glaube ich, auch auf dem SD-Bildschirm von Brettern unterscheiden können. Jetzt habe ich schon die Orientierung verloren. Moment, ich habe doch... Ich brauche noch eine... Na, ich brauche so viele Werkzeuge, die ich noch nicht habe. Wetten, dass wenn ich die Werkzeuge und die Samen und Weizen und alles habe, die Tiere alle weg sind. Aha. So, jetzt habe ich zwei Wölfe, die hoffentlich auch noch erhalten bleiben. Ich muss noch mal ein bisschen Holz abbauen. So, ich versuche es mal mit 62. Oh, es sind doch nur 60. Ja, in der kleineren Ansicht sah das aus wie 62. Ich habe einen Apfel. Oh je.
Also ich habe auch noch nie, glaube ich, einen Zaun aufgesetzt. Das wird wahrscheinlich jetzt ziemlich lange dauern. Na, ich glaube eigentlich ja, nicht. Du kennst mich doch. Ach so, natürlich. Ich brauche doch für alles irgendwie viel länger. Okay. Ich habe zwar einige Tiere hier, aber Hühner sind hier nicht. Doch, da. Oh nein, zu weit. Kommt schon. Ein Nachteil, wenn man rückwärts geht, ist, dass man eben nichts sieht. Ich bin gerade einfach runtergefallen. Zum Glück war es nicht tief. Oh, ja. Zum Glück siehst du aktuell noch nicht, was ich mache hier. Naja, auf dem Video kann man es sehen. Ja. Die Zuschauer sehen es auch. Ja. Ich glaube, ich würde dich nur ablenken von deiner Arbeit. Von meiner Arbeit? Im Moment locke ich Tiere. So, jetzt habe ich es ganz zu. Yay. Ja, das war jetzt nicht so praktisch. Ja, ich weiß. Ich mache jetzt auch wieder eine Öffnung. Ich meine, du kannst natürlich Erdblöcke davor setzen. Dann kannst du Tiere da reinlocken. Dann musst du nur gucken, wie du wieder rauskommst. Ach so. Weil wenn du einen Block davor setzt, kannst du ja da rein. Wo ist das dämliche zweite Hühnchen? So, jetzt habe ich sogar noch 17 übrig. So. Zum Glück greifen meine Hunde die Hühner nicht an. Ey, diese Hühnchen sind aber teilweise echt dämlich. Habe ich denn auch schon irgendeinen Samen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kommt drauf an, ob du Gras kaputt gemacht hast. Also wenn du hohe... Ach so. Die entsteht... Damit bekommt man das. Richtig, wenn du hohes Gras hast. Ey. Mein Hund kommt zu dir, was soll denn das? Glaube ich, hohes Gras. Ey. Ist das hier gerade hohes Gras? Ah, jetzt habe ich es bekommen. Weizensamen. Das klingt gut. Ha. Jetzt brauche ich nur noch ein Hühnchen. Das ist ein Schweinchen. Noch ein Schweinchen. Und natürlich gilt es, die Tiere, die auf den Gebieten schon eingesperrt sind, die darfst du nicht wegnehmen. Ja, also, natürlich, das wäre nicht in Ordnung. Richtig. Oh, schade. Ich habe gedacht, dass ich das damit auch irgendwie einfangen könnte. Mist. Du dämlicher Hund, jetzt komm nach hier. Okay, ich ändere meine Taktik. Hin. Versuch's mal in diese Richtung. Jetzt müsste ich nur noch gucken. Ich finde, der Hund gehört nicht zu den zu den Hühnern. Was hast du vor? Ich will die trennen. Machst du das? Ich hätte die jetzt alle in einen Kasten getan. Ja, kann man ja auch. Ich finde das aber gerade schön. Ey, ist da eine Kuh? Komm, ich habe zwar nichts zum Kuh anlocken, aber ich schieb die jetzt rein. Nee, das sage ich jetzt nicht. Nee. Geh da rein, Kuh. Da hinten in die Ecke. Da ist Platz für dich. So, ich habe schon zwei Hunde. Oh, ich habe noch gar nichts. Zwei Hühner und eine Kuh. Unfair. Unfair. Ja. Ich versuche gerade erstmal ein Dorf aufzusuchen, wo ich Weizen auf mir. Du kannst auch dir Samen holen und selber Weizen anbauen, ne? Ist ja langweilig. Nein. Ach, cool. Ich sehe ein Dorf. Cool. Ich laufe hin und zurück. Also während hier gerade die Aufnahme läuft, sieht das aus, als würde ich immer vorne und nach vorne springen und wieder zurück. Aha.
Ja, ich weiß nicht so genau. Okay. Ah, ist was Gutes? Geh dahin. Sollte ausreichen. Ey, nein. Nein, Hund. Du bleibst da. So. Jetzt aber. Jetzt wieder zurückfinden. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das muss ich mir nochmal gut überlegen. So. Jetzt habe ich die sogar voneinander getrennt. Da sind zwei Hühner, da sind zwei Hunde und da ist eine Kuh. Ja, da bin ich ja schon ganz schön weit. Wir sind gleich schon fertig. Nein, du bist gleich schon fertig. Nein, so schnell geht es noch nicht. Ich brauche noch eine Kuh, zwei Schafe und zwei Schweine. Wow, okay. Also, ich habe aktuell das Problem, dass mein Bild einfach immer wieder teilweise zurückspringt. Oh. Oh Gott, ist das krass. So. Das wollte ich nicht runter. Ich gehe mir jetzt ein bisschen Weizen anpflanzen. Okay, das funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. So. Okay, hat funktioniert. Ich bin nicht gestorben. Nein, cool. Nein, wie cool. Hast du denn noch Samen dabei? Ja. Komm her. Ich weiß noch nicht, wohin ich muss. Hier, Schaf, willst du vielleicht einen Apfel? Menno. Aha, die Weizenpflanzen fangen schon an, größer zu werden. Ganz schön praktisch. Das ist ja gut, ich werde dich nicht holen. Ich gehe ja schon. Ach so, entschuldige. Klar, du willst essen. Hey! Es ignoriert mich. Ey, Schwein, geh von dem Weizen runter. Nee, du kannst hinterherlaufen, wenn du willst, dann sperre ich dich ein. Das hing gerade kurz. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich brauche eine Ewigkeit. Ich finde keine Samen, doch, das sind welche. Was brauche ich noch? Schafkuh. Schaf, Kuh, Schwein und alles habe ich hier um mich herum gerade. Aber noch kein Weizen. Achso, klar, ich dachte, wir müssen das. Mu. Wo ist es hin? Da. Komm hier hoch. Das kann ich im Moment eigentlich nur warten oder schieben. Na, eine Arche ist es ja auch nicht, aber es ist das Prinzip der Arche nur. Wir retten hier zwei von jeder Art. Von jeder Tierart. Wir retten die natürlich. Deshalb sperren wir die auch auf Obsidianfelder, wo nichts wächst. Das ist vielleicht die Anti-Arche nur. Wir sperren die da hin, um die zu quälen. Nein, wir quälen die nicht. Dann nicht. Manu. Nein, ich möchte keine Tiere quälen. Ich unterstütze auch keine Leute, die Tiere quälen. Ich mag Tiere. Deswegen liegt auch eine Katze im Aquarium. Wieso ist ein Schaf... Was? Entschuldige. Deswegen liegt auch eine Katze aktuell neben mir. Schaf? Nein, du gehst zu mir, nicht zu Mina. Doch, komm zu mir. Wo bist du? Huhn, wo? Nein, jetzt habe ich das Huhn verloren. Oh. Da bist du. Nein, 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 schaff. Ah! Schaf, geh da rein. Ah, hier. Jetzt habe ich das gehauen, aber es geht trotzdem nicht in die Richtung. Komm mit. Geh da rein. Bleib da drin. Ey, dieses Mistschaf. Ich gehe nach meinem Weizen gucken. Laufe ich überhaupt richtig?
Ich kann mal kurz gucken. Nee, ich bin ja schon da, aber ich habe die Öffnung aktuell nicht so gesehen. Ach so. Okay, bei mir ist noch eine Seite komplett offen, von daher ist es bei mir nicht das Problem. Tja, Weizen fängt zwar schnell an zu wachsen, aber fertig ist es noch lange nicht. So, ich habe mein erstes Tier. Yay. Mist, was mache ich denn hier überhaupt? Weiß ich nicht. Hä? Hatte das Meer immer schon so Flecken? Nee, ich glaube, das haben sie geändert. Kommt mir jedenfalls seltsam vor. Zaun. Wo kann man denn die Türen machen? Eisentür, Falltür. Ist wahrscheinlich bei... Eisentür. Es könnte auch beim Zaun einfach sein. Hatte ich auch schon gedacht, aber... Ich guck mal, ich brauche das ja auch vielleicht gleich. Nee. Zauntor. Oh, na, das ist direkt daneben. Was braucht man dafür? 4 Stöcke und 2x Holz. Ah, okay. Mist. Okay. Ja, ich habe jetzt nicht mehr genug Holz. Ich habe zwar jetzt genug Stöcke, aber nicht mehr genug Holz. Ich habe mir bisher nur eine Holzhacke gemacht, das reicht. Ich habe bisher noch kein Werkzeug. Ach so, du pflanzt dein Weizen auch nicht an, ne? Genau. Hast du denn welches gefunden inzwischen? Ja, ich bin im Dorf gewesen. Ach so. Also in dem nächsten, was ich vermutet hatte. Hier ist ein Dorf in der Nähe? Naja, nicht wirklich in der Nähe. Okay. Aber immerhin habe ich auf dem Rückweg ja ein Huhn gefunden. Ey, ich habe ein Ei. Wieso reicht das nicht? Ah, schon gut. Ich mache mal das, was ich sowieso immer mache. Vielleicht hast du ja sogar einen Vorteil davon. Was? Nein. Hammer! Was? Ich werf doch sonst immer mit dir, mit Eiern nach dir. So. So ist richtig gewesen, glaube ich. Ja. Diesmal hättest du ja sogar was gebracht, wenn Hühnchen bei rausgekommen wäre. Toll. Was? Wow. Da bin ich wieder zurückgezogen. Mist. Muh. Ich hoffe, mein Weizen ist inzwischen mal fertig. Sieht aber nicht danach aus. Es ist noch zu strahlend grün. Au. Ich finde das manchmal seltsam, wie das wächst. Das letzte, was ich gepflanzt habe, ist fast am weitesten. Also so weit wie 2 andere. Hä? Entschuldige. Auto speichern. Okay, bis gleich. Pause vorbei, weiter geht's. So. Ah, Mist, ich drücke immer die falsche Taste, um das Ding hier zu öffnen. Sollte ich mir vielleicht mal merken. Ja, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Wow. Man sollte Türen nicht immer nur schlagen, sondern sie auch mal öffnen. Also falls man das natürlich nicht auf der Aufnahme sieht, dass das immer wieder zurückspringt, ist das natürlich ein bisschen doof, wenn ich auf einmal wow rufe oder irgendwie sowas. Und zwar gar nicht. Ja, also wundert euch nicht. Denkt nicht, ich wäre bekloppt. Ja, ich weiß nur nicht, ob wir jetzt hoffen sollen, dass man es auf der Aufnahme sieht oder sollen wir lieber hoffen, dass die Aufnahme vernünftig wird. Ich bin dafür, dass es vernünftig wird. Ja. So. Ich weiß auch nicht, wie lange wir das noch mit dem Aufnahmegerät so machen können. Das ist teilweise echt nicht zumutbar. Aber... Was waren denn auch noch die Tiere hier? Also hier unten im Tal sind einige. Also falls jemand noch so ein, wie heißt das, Game Capture oder sowas, also so eine Aufnahmebox hat, eine bessere, wir nehmen die gerne an. Willst du jetzt auch noch Spendenaufrufe starten? Ja, wer weiß, vielleicht erbarmt sich, hat jemand Erbarmen mit vielleicht uns. Vielleicht ist jemand ein großzügiger Spender. Oh, was mache ich denn jetzt? Da ist ein Schaf und da ist ein Huhn. Mist. Immer abwechselnd zwischen den beiden. Ich glaube auch. Das ist irgendwie langweilig. Ich laufe die ganze Zeit nur hin und her und warte darauf, dass das Weizen braun wird. Oder gelb wird. Das passiert irgendwie nicht. Werd reif. Werd fertig. Los. Hier ist ein Apfel. Da. So, Huhn? Wo bist du? Ja, Schaf. Ich weiß, dass du ein Schaf bist. Ach, wir könnten wahrscheinlich auch die Knochen einfach zu Knochenmehl machen und das Weizen so fertig machen. Aber ich würde sagen, die Knochen waren nur dafür gedacht, die Wölfe zu locken und zu zähmen. Und dann nutzen wir das auch nur dafür, oder? Was sagst du? Was? Entschuldige, ich war gerade, Wir könnten wahrscheinlich auch die Knochen nehmen und zu Knochenmehl machen.
Ja. Und damit einfach Weizen ziehen, züchten. Aber ich würde sagen, ich finde, wir sollten die nur nutzen, um wirklich auch die Wölfe zu locken, ne? Ja. Gut. Oder zu zähmen. Ich frage mich gerade, ob es schneller sein würde, wenn ich jetzt das nächste Dorf suche, weil irgendwie wird das hier nicht fertig. Manu. Vielleicht sind alle Tiere weg. Komm hier hin. Nicht gehen. Da ist eins fertig geworden, natürlich. Kaum gehe ich weg, wird das Weizen fertig. Komm her, Huhn. Und Moment, eins reicht mir schon. Wieso habe ich so viele angepflanzt? Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Den Apfel brauche ich nicht mehr unbedingt, die Knochen eigentlich auch nicht. Und was zum Teufel ist hier passiert? Chaos. Ach, da oben. Kommt her. Tatsache, ich sehe die Tiere nicht mehr. Da sind Kühe. Und da ist ein Schwein. Wow! Hey, Kuh! Okay. Mach, Schaf! Meine Güte, du verwirrst mich. Ich? Ja, du. Schwein, Schaf! Alles, egal. Ich kann noch mehrere gleichzeitig locken, oder? Huhn, geh nicht! Schwein, bist du... Schaf? Nein, Schwein! Schaf, wo bist du denn jetzt? Achso, da... Oh, Huhn, geh nicht! Oh Gott, ich glaube, ich hätte eins in die machen sollen. Ich eröffne eine Tierparade. Ja, ich hänge fest. Nein. Ups. Ignoriere mich nicht. Du blödes Schwein. Nicht wieder runterfallen, nicht wieder runterfallen. Huhn. Wir laufen drei Tiere hinterher. Dieses dämliche Schwein. Ob der sich wirklich für Weizen interessiert, bin ich gar nicht so sicher. Manchmal bleibt er einfach stehen. Diese Kuh will wohl nicht.